Hallo zusammen, hallo Freunde, ich mache dieses Mal noch mal ein Bild. Das alte Bild war auch 30 auf 24 cm. Das ist jetzt auch wieder ein Bild mit 30 auf 24 cm. Habe da noch Restfarben übrig, habe da diese Mischung gemacht mit diesem Latex, 5000er Silikon und noch ein bisschen Wodka rein, genau so war es. Nur Weiß habe ich noch mal frisch angerührt, einen großen Becher, möchte einfach mal noch mal einen 2 probieren. Was ich als nächstes bringe, Milk Paint, ich habe es jetzt endlich bekommen. Danke Heinz nochmal für den Tipp bei Jacksons aus England. Hier in Deutschland bekommt man irgendwie nur Pulverform. Ich hoffe, das funktioniert genauso wie diesen von den Amerikanern. Keine Ahnung. Werde ich den nächsten Mal bringen. Und Leute, ich habe endlich das Santon Animal Warm White, also Weiß. Endlich bekommen aus Amerika, hat jetzt keine Ahnung, 5 Wochen gedauert oder so. Aber zum Glück ist es mal wieder lieferbar, es war ja lange Zeit nicht lieferbar. Gut, kommt auch demnächst mal, endlich mal probieren mit Weiß. Dann lasst uns starten. Ja, wie gesagt, mit diesem Vinylkleber bin ich noch nicht ganz so einig. Was da passiert ist, das klären wir aber. Also, bis gleich. So Freunde, wie gesagt, preußisch blau habe ich ja hier. Wer das vorige Video noch nicht gesehen hat, einfach oben schauen, ich habe es verlinkt. Da könnt ihr dann schauen. So, Farben weg. Weiß noch. Schaut mir mal wahnsinnig viele Luftblasen rein. Weiß natürlich nichts drin. Und Weiß habe ich diesmal extra dicker gelassen, weil es ja so dünnflüssig geworden ist, der Vinylkleber. Und dann schauen wir mal. Was wir hinbekommen. Okay. Oh ja. Die Spachtel. Ich habe eine neue kleine Spachtel und die sehe ich gerade. Hier ist ein schöner Bogen drin. Ist nicht gut. Jetzt geht's besser. Okay. Weil ihr übersehen könnt, die macht einen richtigen Bogen. Alles Banane. Okay. Gut, wieder was dazu gelernt. Das ist doof. Ja, ich habe es natürlich ungleichmäßig Farbe. Durch diese Spachtel. Da ist natürlich auch noch keine Farbe. Und darum lasse ich es jetzt einfach noch mal ein bisschen laufen.
Wollte ich eigentlich nicht so machen, aber schauen wir mal, was rauskommt. So, die andere Seite noch zu machen hier. So, da ist wieder wichtig, dass man gutes Werkzeug hat, wenn die Spachtel nicht so will, wie man will. Genau. Bin gerade oben in mein Bündel rein. Na komm schon. Ich glaube, ich habe jetzt. Ups, weiß. Das Weiß doch etwas zu dick gelassen. Man merkt schon, wie schwerfällig es läuft. Aber ich denke mal, dadurch verläuft nachher umso weniger. Lassen wir es einfach mal so hinlaufen, wie es mir ungefähr gefällt. Aber das passt so schon ganz gut. Das ist okay. Jetzt noch kurz erhitzen. Kommt die so mit dem Heißluftföhn, nicht mit dem Brenner. Fertig. Jawohl, ich glaube, das gibt gute Netze. Das kommt noch. Ja, da wird sich noch einiges verändern. Aber ich denke mal, das kommt ganz gut. Die Mischung vielleicht auch nicht so schlecht, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass dieses 5000er Silikon da am meisten wirkt von dieser Mischung. So, ich würde sagen, ich lasse es vor 10 Minuten einwirken. Dann wird es sich noch ein bisschen verändern, ein bisschen ausbreiten. Und dann, bis gleich. So Freunde, jetzt mal von nahem. Ihr seht, es hat noch nachgearbeitet, aber sie halten sich, die Zellen. Ich muss jetzt wirklich mal schauen mit diesen kleinen Luftbläschen, das ärgert mich schon. Wenn ihr auch die Probleme mit den Luftbläschen habt, lasst die angemischte Farbe 2-3 Stunden stehen, dann lösen sich einiges an Bläschen auf. Ich habe halt nicht die Lust und nicht die Zeit dafür. Okay. Was man hier feststellen kann, auch Antje, das geht auch an dich, bei diesem Naples Yellow, also diesem Neapelgelb,
gibt es wirklich keine Zellen. Die Farbe ist komisch. Okay. Da dürften wir jetzt dann am Rand sein. Das auch. Die hellen sind auch cool. Okay, fahren wir mal hier am Rand. Okay, wie gesagt, ich frage mal nach bei Gerstecker und dann berichte ich euch, was da los ist. Also, dann hoffe ich, euch hat es was gebracht, euch hat es Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye.